Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um zwei Mounts, die wir uns bei einem Händler besorgen können. Und zwar auf einen von beiden sitze ich bereits. Und zwar ist das hier der Schlickflügel Albatros. Ja, mal was ganz Neues. Und Vogel hat man bis jetzt an sich noch nicht gehabt. Der hat auch ein schönes Mount-Special, das kann ich euch mal zeigen. Wenn wir das einsetzen, dann macht ihr einmal so einen kleinen Salto. Und ja, ist auf jeden Fall ein ganz schickes Ding. Nicht ganz günstig, kann ich euch gleich mal sagen. Und zwar bin ich jetzt bei meinem Allianz-Char hier einmal in Borados auf den Koordinaten 66, 32. Und dort haben wir eine Händlerin. Und zwar hier die Kapitänin. Und die Kapitänin Clarissa, um genauer zu sein. Und die verkauft uns verschiedene Items hier gegen Dublonen. Und zwar die Seefahrer-Dublonen, die wir uns auf den Inselexpeditionen erspielen können. Und hier gibt es verschiedene Items. Die Händlerin ist erst da seit Patch 8.1 übrigens. Also falls ihr euch jetzt fragt, warum ihr die noch nicht gesehen habt. Und die verkauft uns Ruf-Items, die wir auch auf den Inselexpeditionen bekommen. Hier verschiedenste Transmog-Items, ein paar Pets, Toys. Und ja, hier mehr Pets und Toys und aber auch zwei Mounts. Einmal hier den Schlickflügel Albatros, den ich mir jetzt gekauft habe. Der kostet 1000 Seefahrer-Dublone, also doch eine ganze Menge. Und das zweite, was ich noch nicht habe, ist das Salzwasser-Seepferdchen. Und das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Was ihr vielleicht gucken solltet bei dem Albatros, ne, wenn man jetzt hier ganz normale Hosen anhat, dann sieht es hier einigermaßen brauchbar aus. Jetzt switche ich mal auf meinem Horde-Char rum. Und hier habe ich ja so ein Kleidchen, würde ich jetzt fast sagen, dazu an. Und da sieht es doch ein bisschen komisch aus. Da steckt quasi der Hals durch die Beinkleider, keine Ahnung. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Sollte man nicht von vorne betrachten. So, ich zeige euch jetzt mal, wo der Händler bei der Horde steht. Und zwar in der Saalor. Einmal auf den Koordinaten 44, 94 hier unten. Auch ebenso beim, beim Tisch für die Inselexpedition. Wenn wir hier mal anquatschen, haben wir die komplett gleichen Items, aber auch dementsprechend hier wieder das Salzwasser-Seepferdchen. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Seepferdchen. Und zwar gibt es insgesamt jetzt drei Seepferdchen, die wir uns erspielen können. Und zwar ist das hier das erste, was man sich erspielt. Das ist einfach das im Vashir, was man für die Quest sich holt. Das habe ich mit dem Hordenschar jetzt anscheinend nicht gemacht, weil ich nie in Vashir unterwegs war. Das werdet ihr wahrscheinlich haben. Dieses etwa lilaner gehaltene. Dann haben wir hier brügendes Seepferdchen. Das ist das von Poseidos. Das steht hier auch dran. Das ist der Ramop in Vashir. Das wird der ein oder andere auch haben. Oder sich es wahrscheinlich aus dem Auktionshaus gekauft haben. Denn mittlerweile ist es eigentlich mal relativ günstig drin. Ne? Man kann es jetzt ein bisschen besser farmen. Die Spawnzeit wurde ein bisschen angepasst. Und das dritte im Bund ist das neue, was die 500 Marken kostet. Und das ist hier das Salzwasser-Seepferdchen. Ist so ein bisschen in einem grüneren Ton. Sieht ganz cool aus, aber ist halt jetzt nichts anderes als die alten beiden auch schon. Ja? Also wenn ihr das von Poseidos schon habt, dann ist das halt quasi einfach nur so ein Recolor. Es ist im Wasser auch schneller, das auf jeden Fall. Aber sonst, ist es einfach nur ein Recolor-Ding, was halt dementsprechend auch 500 von den Marken kauft. So, wie farmt ihr jetzt am besten die Marken? Und zwar, ihr queued am besten, sowohl bei der Horde als auch bei der Allianz, könnt ihr euch ja hier in den Inseln eintragen. Und ich kann empfehlen, wenn ihr nur die Marken schnell farmen wollt, dann queued euch normal. Denn ihr bekommt am Ende immer so ein Säckchen oder manchmal ein Säckchen raus. Und das, in dem Säckchen können irgendwie 2, 4, 5, ich glaube das meiste, was ich mal hatte, waren irgendwie 18 Marken oder so. Ich denke mal bis zu 20 können da rauskommen, wenn ihr Luck habt. Im Durchschnitt sind da aber nur so 4, 5 oder so drin. Also ja, und man kriegt auch nicht immer eins. Also man braucht schon eine ganze Weile, um 1000 Marken zu farmen. Was aber jetzt vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, es gibt ja auf den Inseln an sich am Ende auch Mount Drops. Also nicht nur über die Marken hier Mounts, die man kaufen kann, sondern auch Mount Drops. Und dort ist es jetzt so, seit der Änderung von Patch 8.1, dass die Drop-Chance quasi erhöht wird mit der Schwierigkeitsstufe. Heißt, umso höher die Schwierigkeitsstufe ist, umso besser können dementsprechend auch die Mobs droppen, weil sie eine höhere, oder die Mounts droppen, weil sie eine höhere Drop-Chance haben. Also empfiehlt sich dann natürlich, wenn ihr es machen könnt, eine höhere Schwierigkeit zu gehen. Man weiß jetzt noch nicht genau, wie viel höher sie ist vom Normal zu AC bzw. von AC zu Mythic. Also ja, vielleicht bietet es sich an, am besten AC durchzulaufen, weil da kommt man ganz bequem auch mit großem Puls durch. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch fix die Insel-Mounts an. Jetzt mache ich mal Insel-Expeditionen. Und zwar
gibt's da, es gab 5 alte Mounts und dann haben sie jetzt noch ein paar neue dazugefügt, vielleicht die mal einmal drüber geguckt, hier diese Zwielichtsrächer, das war schon eines, das davor drin war. Dann haben wir quasi hier diesen Elch, der dazu gekommen ist, der Papagei war schon, der Klippenspringer war auch schon, also dieser Yeti. Dann haben wir quasi diesen, ja, Sturmdrachen hier, Insel Donnerschuppe, der ist neu. Die Qualle hatten wir schon drin, den Blutjäger, also diese Fledermaus, die ist auch neu. Und ja, das Untoten-Mount, das ist auch neu, den Quielen, das ist eins von den 5 alten. Also gibt auch quasi nochmal ein paar neue hier von den Inseln. Ich habe leider nur den Quielen nach sehr, sehr vielen Tries und naja, vielleicht kommt es ja noch. Gut, dann seid ihr aufgeklärt, was es so auf den Inseln zu erbeuten gibt, beziehungsweise was ihr über Dublonen kaufen könnt. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten kleinen Mount Guide. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.